Moin Freunde, was geht? Wir sind wieder am Start mit einem neuen Video und heute geht's wieder so ein bisschen in die News über. Die haben wir zwar gestern schon gemacht, was Boruto betrifft, aber heute geht's um zwei andere Titel. Zum einen haben wir eine positivere Nachricht und eine negativere. Ich fange einfach mal mit der guten Nachricht an und zwar geht's heute um Bleach. Heute ist rausgekommen, dass der Bleach-Anime fortgesetzt werden wird. Wir haben zwar auch das Spin-Off von Bleach Burn the Witch, das dieses Jahr im Fall, also im Herbst halt, dann auch sehr wahrscheinlich eine Adaption bekommen wird von einem bereits bekannten Studio, welchen Namen ich aber jetzt gerade nicht weiß. Von daher haben wir also zwei Ankündigungen, was so diese Bleach-Seite betrifft. Bleach wird ebenfalls fortgesetzt, der Anime, aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr, also 21. Dementsprechend haben wir dort den letzten Manga-Arc, also die letzten paar Sachen, die da auch adaptiert werden. Bin ich sehr gespannt, was für ein Studio da schlussendlich hinterstehen wird. Also wer das Ganze dort übernehmen wird, wer das machen wird. Und natürlich zur Fragestellung, weil ich das die letzten Tage auch immer mal wieder bekommen habe, wenn das kommen wird, weil das natürlich jetzt auch mit dem Livestream und so weiter schon länger bekannt ist, dass dann eine Ankündigung fällig wird, wenn das rauskommt, wenn das kommen wird, machst du was dazu? Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich will erstmal abwarten, was das für ein Studio macht, ob das eine gute Adaption wird, weil ich schlussendlich wirklich niemandem so etwas wie Fairy Tail Adaption oder Seven Deadly Sins Adaption wünsche. Sowas möchte wirklich niemand haben und das möchte ich auch bei Bleach nicht haben. Ich kann mich noch erinnern, Bleach war einer meiner ersten Anime-Serien, die ich zumindest auf Japanisch gesehen habe oder generell im Internet gesehen habe, war generell die erste Anime-Serie, die ich auf Japanisch, auf Originalton geguckt habe. Das war sehr, sehr nice. Auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Stellungswert, auch bei mir. Ob ich das Ganze machen werde, weiß ich daher aber allerdings nicht, weil ich natürlich alles wieder nachholen muss. Natürlich diesmal ohne Filler. Mal gucken, wie das so sein wird und was die Zukunft so bringen wird, was wir dann noch für weitere Informationen zu kriegen werden. Das soweit zu Bleach. Das wird sehr wahrscheinlich nächstes Jahr der Fall sein, also 2021. Wir kommen jetzt mal auf die andere Thematik zu sprechen, die eher unschönere. Und zwar geht es um Kishimoto und seinen neuen Manga oder seinen neueren Manga, nämlich Samurai 8. Es geht nicht um Boruto, es geht um Samurai 8. Der wird nämlich abgesetzt. Das ist mega mies, ohne Spaß. Das wünsche ich Kishimoto auch überhaupt nicht. Also ich habe für Kishimoto, für den Naruto-Schöpfer, übelsten Respekt, dass er mit Naruto einfach eine riesige Ebene gebaut hat, dass er etwas geschaffen hat, was wirklich einen großen Stellungswert bei vielen hat, was so Anime- und Manga-Bereich betrifft. Jetzt mit Samurai 8, der eher unbeliebtere Manga oder der Manga, den nicht so viele auf dem Schirm haben, der wird jetzt abgesetzt mit der nächsten Ausgabe der Jump und das ist natürlich ziemlich mies. Das ist sehr, sehr mies. Die Zahlen haben nicht gestimmt, die Verkäufe waren nicht da. Sehr, sehr mies einfach. Ich habe damals die ersten drei Kapitel auf meinem Kanal reviewed, habe die dann alle runtergenommen aus strike-technischen Gründen. Ich habe keinen Strikes generell dafür bekommen, aber Anteku hatte damals ja auch die Zeit, wo er 22 Strikes oder sowas bekommen hat, unter anderem dann halt auch für Samurai 8 und deswegen haben wir die dann halt alle runtergenommen und natürlich auch die Rückmeldung der Zuschauer war einfach nicht da. Keiner hatte Bock auf einen Sci-Fi-Manga, keiner hatte Lust auf dieses Bootleg Naruto im Weltraum und auch ich fand die Story gegen Anfang zu komplex, zu unsauber, der Zeichenstil hat mir überhaupt nicht gefallen, das ging alles ineinander über, man hat überhaupt nichts erkennen können. Die Leute, die das natürlich weiter verfolgt haben, die werden vielleicht was anderes sagen, weil Potenzial zu erkennen ist. Vielleicht, das kann ich nicht beurteilen, aber meiner Ansicht nach hat man diesen Manga zu umständlich gestaltet. Das ist nicht auf das Spektrum der Leser, der Jump oder generell im Shonen-Bereich ausgerichtet. Ziemlich krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas mal mitkriegen würde. Also ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich mitkriege, dass ein Werk oder ein Manga halt abgesetzt wird, den ich halt selber angefangen habe, beziehungsweise auch dann von einem Namen wie Kishimoto geführt wird. Das ist ziemlich mies, aber ich denke, hat dann auch bei den meisten so einen Eindruck hinterlassen, dass Kishimoto das halt auch nicht selber zeichnet, dass er jemand anderen das Ganze machen lässt und eine Story macht und so weiter und viele dann doch eher weniger Samurai 8 appreciated haben, als es noch vor einem Jahr der Fall war, wo das angekündigt wurde. Das wäre soweit von meiner Seite aus gewesen. Lasst mir gerne zu beiden Themen, zu Samurai 8 und zu Bleach-Fortsetzung, unten in den Kommentaren eure Meinung da und natürlich ein Abo auf dem Kanal und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!